Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu unserer kleinen Weihnachtsspezialsendung, wie man an unseren besonders hässlichen Pullovern erkennen kann. Obwohl ich sagen muss, dein Pullover, Barbara, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Nicht schlecht, oder sogar mit Pinguinen. Außerdem aus den Requisiten unserer Pullis, natürlich schön nachhaltig. Ich habe gestaunt, was die alles haben, so an Material. Du hast ja ein Rentier bekommen. Ein Rentier mit der roten Nase, der uns den Weg von Norden ins Licht weist. Und Barbara, ich muss sagen, die Klage, früher war Maria Lametta, die taucht bei deinem Pulli auf keinen Fall auf. Und Yves, man würde es nicht anders erwarten mit der coolen Sonnenbrille. Das passt einfach wunderbar zu dir. Das stimmt, total stylisch, Yves. Ja, aber grün steht mir nicht. Und ein Brustgeweih. Brustgeweih hat er auch. Da haben wir beide ein Brustgeweih. Trend setzen. Genau, Wolfram, Barbara und ich, wir sind die drei Moderierenden der Sendung Sternstunde Philosophie. Und zum Abschluss des Jahres haben wir uns gedacht, wir reden mal über Weihnachten. Nicht nur über die schönen Seiten, sondern auch über die Schattenseiten. Weihnachten ist ja das Fest, das man gerne mit seinen Liebsten verbringt. Leider aber sind in der Regel auch die Familie mit dabei. Da ist dann der böse Onkel, der über Politik reden möchte, und die Tante, die über Corona sprechen möchte. Ja, mich würde interessieren, welche philosophischen Strategien habt ihr denn, damit es am Heiligabend nicht zum Familienknatsch kommt? Barbara. Ja, ich habe ja mal gesagt in einem Buch, dass ich glaube, man muss die Familie als geistiges Trainingslabor sehen. Man muss sich irgendwie bewusst sein, dass man bei den Freunden ja meistens in so einer Bubble zu Hause ist. Man trifft sich meistens mit den Gleichgesinnten, sogar bei der Arbeit hat man oft mit Menschen zu tun, die ähnliche Dinge mögen oder ähnliche Vorlieben haben. Und insofern finde ich Familie eben gerade deswegen großartig, weil es natürlich Potenzial hat für den Streit, weil man eben unterschiedlicher Meinung ist. Es ist eigentlich eine Form der fortwährenden Weiterbildung. Und was an der Familie ja auch interessant ist, diese Idee, dass man dadurch friedlicher wird, dass man sich besser kennt. Da stimmt irgendwas nicht mit dieser Idee. Und in der Familie sieht man das. Wenn alle, die sich gut kennen, zusammenkommen, dann ist am meisten Spannung in der Luft. Und die Frage ist ja immer, wie kanalisiert, wie dämpft man diese Spannung? Und ich denke, ritualisierte Abläufe, starre Verfahren sind gut, um Frieden untereinander zu halten. Bänke auspacken, möglichst viele Gänge beim Essen natürlich, dass man immer wieder übers Essen reden kann. Und auf jeden Fall den Plan einhalten, egal was passiert. Immer den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Das ist lustig, aus meiner Sicht gibt es eben so ein Weihnachtstrilemma. Also es gibt drei Optionen, die man alle vermeiden möchte. Erzähl mal, der Logiker ist am Werk. Ja, die eine ist Streit, wenn man über Dinge spricht, die wichtig sind, dann steht Streit. Das zweite ist Langeweile, wenn man Dinge meidet, die wichtig sind. Und das dritte ist Peinlichkeit, wenn man zum Alkohol greift und man glaubt, man kann die ersten zwei Probleme damit lösen. Und dieses Trilemma würde mich interessieren, wie ihr das anpackt. Und vermeidet. Also kann ich sagen, Streit wird dadurch vermieden, dass man auf keinen Fall über ernsthafte Themen spricht. Die sind tabu. Dann wird es aber langweilig. Nein, denn es gibt ja gutes Essen. Das heißt, die Langeweile wird durch das Essen übertüncht. Und das Dritte ist, dass man nicht peinlich wird. Da haben wir in der Familie eine Theorie, ich nenne es den Friedensgast. Wir laden uns meistens eine Person ein, die nicht richtig zur Familie gehört. Und weil die fremd ist, will jeder vor dieser Person gut dastehen und holt sein bestes Ich heraus. Und ich glaube, das ist sozial ganz gut. Das ist ein interessanter Vorschlag. Ja, wir haben jetzt dieses Weihnachten wahrscheinlich eine koreanische Studentin. Die nichts versteht. Die nichts versteht, aber niemand will sich peinlich machen vor einem Fremden. Und deswegen ist es gut, so einen Dämpfgast zu haben. Aber man kann sich ja gar nicht peinlich machen, wenn die Person nichts versteht. Aber jetzt mal echt, also ihr Lieben, ist das jetzt nicht ein bisschen auf die Spitze getrieben? Ich meine, gucken wir doch mal, vor einem Jahr hatten wir wegen Corona ein Verbot, uns in der großen Familie zu treffen. Und es war das große Thema, wie überleben wir Weihnachten ohne Familienfeiern. Und man hatte Mitleid mit den Menschen, die jetzt ganz alleine bleiben, die alte Oma, die keinen Besuch kriegt und so weiter. Also ganz ehrlich gesagt, ich genieße Weihnachten. Und ich finde genau, was du gesagt hast, Rituale helfen enorm. Wenn es ein bisschen schwierig wird, dann kommt immer der nächste Moment, den man eben schon kennt. Das ist ja das Entlassende an Ritualen. Man weiß ganz genau, welche Rolle man zu spielen hat. Und es funktioniert doch einfach. Und natürlich gibt es dann auch noch diese schöne erwartungsfrohe Haltung der Kinder. Ich glaube, Weihnachten ohne Kinder in der Familie ist immer ein bisschen ein anderes Fest. Was Weihnachten wirklich schön macht, ist die Vorfreude der Kinder. Und die muss man auch kultivieren und in besondere Formen einfinden. Du hast ja auch noch einen Hund. Ist immer noch ein Tier dabei bei euch, oder? Ein kleiner Dackel. Kriegt der ein Geschenk? Der kriegt auch was. Der hat seine eigenen Socken und der kriegt dann meist seinen Weihnachtsknochen. Dann hat er auch ein gutes Fest. Sehr gut. Aber habt ihr Strategien, um mit Streit umzugehen, philosophisch? Also wenn jemand jetzt mit einem Thema kommt, das polarisiert, was macht ihr da philosophisch? Also ehrlich gesagt, ich würde der Ansicht sein, man macht das ganz anders
unter Familienmitgliedern oder Freunden, wie man das in der Öffentlichkeit macht. In der Öffentlichkeit würde man versuchen, auf Argumente zu setzen, versuchen vielleicht auch wirklich konstruktiv zu streiten. Und am Familienessen ist jetzt irgendwie die Frage, ob das wirklich der Ort ist, wo man wirklich politisch gesehen jetzt auf einen gemeinsamen Nenner kommen will. Ich glaube, ich würde eher ausweichen und denken, sprechen wir doch mal über die Kekse, die gebacken worden sind. Sprechen wir über den Baum, wie schön er geschmückt ist. Das sind unverfängliche Themen. Und was auch gut ist, wenn es zu ernst wird, kann man ja immer, gerade in einer Familie, die biografischen Hintergründe einholen. Ein Schwank aus der Kindheit. Gemeinsame Geschichte. Eine gemeinsame Geschichte. Das ist immer unthematisch, das ist meistens nicht sehr kontrovers und jeder fühlt sich wahrgenommen. Also ich denke auch, was das Dümmste, was man tun kann an Weihnachten, ist, ernsthafte Gespräche zu führen. Davon würde ich unbedingt abraten. Was rät der Philosoph? Ist interessant, weil die Familienbeziehungen sind ja ganz sonderbare, spezielle Beziehungen. Das sind die längsten, die wir haben. Sie sind vor allem unfreiwillig, du kannst sie nicht wählen. Genau. Und wir kennen die Personen sehr gut, das hast du schon gesagt. Gleichzeitig teilen wir gar nicht so viel mit den Personen, manchmal wie mit guten Freunden. Naja, aber wir teilen eben diese Geschichte, wir teilen auch das Aufeinander reduziert werden in allen Schattenseiten. Also diese Vorstellung, du bist aus gutem Stall oder der Apfel fällt nicht weit vom Baum und so weiter. Das hat man ja alles, diese Vorstellungen, dass wir eigentlich den Familienmitgliedern gleichen sollten, auch die Familienähnlichkeiten, die uns manchmal auch ein bisschen hemmen oder einengen. Aber grundsätzlich gibt es auch dieses Verwandtschaftsverhältnis, in dem wir uns auch wohlig spiegeln können, wo wir uns auch erkannt fühlen, weil es eben Geschichten gibt, die man teilt. Und da kann man jetzt vielleicht doch mal ein philosophisches Konzept einbringen, nämlich von Wittgenstein, die Familienähnlichkeit. Familien sind sich ähnlich, aber auch nicht identisch. Und es ist auch ein Konzept, das uns vielleicht lehrt, Spannungen auszuhalten, Differenz zu kultivieren. Und ich finde es eigentlich sehr schön, wenn man an Weihnachten einen Ort hat, wo 15 Menschen, die irgendwie vom gleichen Stamm gefallen sind, doch so verschieden sich zeigen und diese Verschiedenheit aushalten. Und wie ist das bei dir, Yves? Weil du hast ja noch relativ junge Kinder. Und dann gibt es in jeder Weihnachtsfamilie auch verschiedene Traditionen. Kultiviert ihr dann die Tradition deiner Frau oder die aus deiner Familie und gibt es da Streit? Es ist interessant, wir sind beide nicht große Anhängerinnen und Anhänger von Ritualen. Das heißt, wir gehen sehr kreativ mit alten Ritualen um, wir finden das neu. Jetzt mit Corona mussten wir das auch im letzten Jahr. Und wir machen das immer mal auch anders. Also wir feiern, glaube ich, jedes Jahr an einem anderen Ort, dann Heiligabend auch dieses Jahr wieder an einem anderen Ort. Und ich bin jemand, für den diese Rituale und das immer gleiche oft dann einschränkend wirkt. Ich finde das als Gefängnis oder als langweilig und als abgegriffen. Darüber haben wir auch schon gestritten bei Fleisch und Bossart. Genau, deswegen finde ich die Rituale gar nicht so etwas wirklich prickelnd Schönes. Aber gibt es eigentlich ein Weihnachtsritual, das ihr schätzt? Ja, Essen. Auf jeden Fall. Geschenke. Und natürlich auch die Glocke der Bescherung. Machst du das noch? Ja. Läutest du? Da war der Weihnachtsmann da und dann wird beschert und wird mit einer Glocke signalisiert. Finde ich immer sehr schön. Wir haben zum Beispiel ein Ritual, das ich auch sehr schätze, nämlich, dass wenn die Weihnachtskerzen langsam am Runterbrennen sind, dann löschen wir alles Licht und sprechen eigentlich nicht mehr. Es wird dann ganz still im Raum und wir gucken nur den Kerzen zu, wie sie auslöschen und wir schließen dann immer ganz leise Wetten ab, welche Kerze gewinnen wird. Und es ist enorm, wie groß die Schatten werden, wenn nur noch drei Kerzen brennen, bei zwei und bei einer. Die Schatten werden immer größer und dieses letzte Lichtlein, das dann verglimmt, das ist für mich ein heiliger Moment, ein richtig schöner. Mensch, das hätte ich auch gerne, das Ritual, das klingt wahnsinnig schön. Ich leihe es dir aus. Ja, Yves und Barbara, wo wir jetzt so schön, so weihnachtlich beieinander sitzen, das ist ja nicht irgendein Fest, es ist das Fest der Feste. Es stiftet einen ganzen Glauben, man kann sagen, eine Kultur, da gibt es heidnische und christliche und jüdische Elemente. Vielleicht kann man sich auch mal überlegen, was ist denn für euch die zentrale Botschaft von Weihnachten? Jedes Fest inszeniert ja auch eine Welt, wie sie sein soll. Und welche ideale Welt inszeniert eigentlich Weihnachten, Barbara? Also ich finde, da hat schon Hannah Arendt eigentlich die klügste Antwort gegeben mit diesem Prinzip der Natalität. Sie schreibt ja ganz wunderbar, dass die Botschaft des Weihnachtsoratoriums, uns ist ein Kindlein geboren, eigentlich die ultimative Botschaft der Hoffnung ist, weil wir alle eben quasi begabt sind zum Neuanfang, sagt sie, mit diesem Prinzip der Natalität. Jedes Menschenleben ist ein Neuanfang und kann durchs Handeln eingreifen und es können politische Wunder geschehen. Und dieses Bild des politischen Wunders, das beginnt mit der Geburt oder die Möglichkeit eines politischen Wunders mit der Geburt eines Kindes, das finde ich ein wunderschönes Bild.
Und das finde ich echt auch stark. Ich meine, die Weisheit kommt in dieser ganzen Geschichte ja nicht von den alten Königen, sondern die kommt von einem Kind. Dieses Bild finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich stark. Also ein Fest der Hoffnung und des Wunderns und des Wunders. Ja. Immerhin der Sohn Gottes, dieses Kind. Also für mich ist auch, also Hoffnung ist ganz zentral. Also auch dieses Licht in ganz dunklen Zeiten, ist ein starkes Bild. Aber die Liebe ist für mich, glaube ich, noch mehr ein Symbol. Also dieses große Fest der Liebe, jetzt abgesehen vom ganzen Hyperkonsumismus, den es tatsächlich auch verkörpert. Aber ich glaube, das ist für mich so die Grundidee. Und dass man auch mit Menschen sich vielleicht versöhnen kann zu diesem Zeitpunkt, mit denen man im Streit ist, und dass man das als Gelegenheit nimmt. Also insofern ist es für mich ein großes Plädoyer für die Liebe und für die Hoffnung. Obwohl natürlich Hoffnung auch was Ambivalentes ist. Klar hat der Mensch immer diese Zukunftsgerichtetheit und er braucht irgendwas, wo er sich festhalten kann, aber andererseits hält uns die Hoffnung auch davon ab, dass wir in der Gegenwart leben. Es gibt ein wunderschönes Zitat der Feministin Christina Thürmer-Rohr, die mal gesagt hat, wir sollten hoffnungslos gegenwärtig leben. Und ich finde das genauso stark, diese Gegenbewegung, gegen die Hoffnung, hier ins Hier und Jetzt. Ist aber interessant, weil Hoffnung ist ja nicht nur was Passives, es ist auch was Aktives. Es bringt uns ins Handeln. Und ich glaube, das schönste Bild einer Hoffnung ist wirklich ein neugeborenes Kind. Das ist voller Hoffnung, das ist voller Potenzial, voller Anfänge. Ich denke aber auch, für mich ist Weihnachten ein Zustand, in dem jeder versucht, die besseren Engel seiner eigenen Natur zu aktivieren. In dem wir wirklich die besten Personen sein wollen, die wir sein können. Das ist ein ganz bewusstes Anstrengung. Jeder will an dem Tag eigentlich die beste Version seiner selbst sein. Und das ist auch eine schöne Utopie, die ich mit Weihnachten verbinde. Und das ist doch auch genau die Schwierigkeit, schließt an den möglichen Familienknatsch, weil wir unbedingt möchten, dass es ganz schön wird und dass wir uns nicht streiten und dass wir uns benehmen, auch die Kinder, dass sie sich zusammenreißen und nicht in Tränen ausbrechen, wenn es die falsche Lego-Packung ist. Deswegen ist diese Spannung ja auch da, dass es so schön sein muss. Und der Streit eskaliert dann vielleicht auch deswegen erst recht. Was ich noch interessant finde, ist diese Frage, du hast gesagt, Fest der Liebe, das wird natürlich immer auch so gesagt. Aber woher kommt das eigentlich? Steht das da irgendwo in dieser Geschichte drin? Woher kommt dieser Gedanke, dass das das Fest der Liebe sei? Weil ich glaube, der Gedanke der Liebe, wenn der da drin steckt, ist es ja vor allem eigentlich die Liebe der Eltern zu einem Kind. Und mich hat immer aus der alten Zeller Weihnacht, einem Schweizer Musikwerk, das wir als Kinder gesungen haben, hat mich immer ein Lied ganz besonders beschäftigt, nämlich das Lied «Keine Mutter weiß, was ihrem Kind wird geschehen». Und das ist ein Lied über Maria, die dieses Kind bekommt und weiß, irgendetwas ist da strange, ein Engel kam über sie und sie weiß nicht, was passieren wird. Und diese komplette Risikobehaftetsein des Elternseins, der Elternschaft, das finde ich etwas, was auch ausgedrückt ist in diesem Weihnachten. Aber da sieht man schon, was du brauchst dafür. Also Glaube, Liebe, Hoffnung, die drei Kardinaltugenden. Und auch Glaube übersetzt als Vertrauen. Das brauchst du ja auch, um diese Ungewissheit auch aushalten zu können. Also ich glaube, die Liebe würde ich jetzt nicht reduzieren als Liebe zum Kind im christlichen Sinn. Das ist sehr, sehr weit gefasst. Auch eine Liebe zum Göttlichen, vielleicht zu anderen Menschen, zur Menschheit insgesamt. Und ich glaube, dieses erweiterte Liebeskonzept, da steckt extrem viel drin. Und da müsste man schon aus christlicher Sicht sagen, es ist ja nicht die Liebe unter den Menschen, die wird zwar aktiviert, aber es ist die Liebe eines göttlichen Prinzips zum Menschen. Und diese Liebe ist so groß, dass dieses Prinzip einen eingeborenen Sohn opfert für unsere Sünden. Das ist eigentlich der maximale Liebesbeweis. Wobei das ja in der Weihnachtsgeschichte noch nicht drinsteckt. Aber angelegt als Erzählung. Aber was ja auch drin ist, und das finde ich auch noch einmal ganz wichtig bei der Weihnachtsbotschaft, dieses Kind kommt in einem Stall zur Welt. Es sind Flüchtlinge eigentlich oder Vertriebene, Fremde, die dieses Kind bekommen. Und wer das Kind oder diese Botschaft zuerst bekommt, das sind die Hirten auf dem Feld, die frieren. Also alle diese Elemente sind natürlich sehr schön orchestriert zu einem Bild, in dem es auch zum Beispiel um Gerechtigkeit geht. Also man muss schon sagen, diese Weihnachtsgeschichte da bei Lukas, wahnsinnig gutes Storytelling. Da ist einfach alles drin. Kinder drin. Hättest du gerne selbst erfunden, nein, oder? Wirklich. Wenn man jetzt ein Drehbuchautor wäre, müsste man sagen, Respekt, das ist wahnsinnig gut gemacht. Das wäre eine gute Insta-Story, muss man sagen. Viele Follower generiert. Und was natürlich auch noch ist, vielleicht ist das schon zu philosophisch gedacht, es ist auch ein Fest darüber, wie die Transzendenz in die Immanenz kommt. Da kommt etwas von außen, von außerhalb in diese Welt. Und da mache ich auch mir immer Gedanken, diese unbefleckte Empfängnis, was soll denn daran so komisch sein? Was? Wenn es einen Weg von der Transzendenz in die Immanenz gibt, dann muss der unerklärlich sein.
Das muss ein Mysterium bleiben. Das können wir uns ja gar nicht erklären. Ja, aber wie jetzt wollen die Leute, die sagen, die unbefleckte Empfängnis, das verstehe ich nicht, wollen die dann genau geschildert haben, wie es passiert ist? Da muss doch ein Geheimnis bleiben. Ich hab Mühe, wenn du mit diesem Pullover über Transzendenz sprichst, komme ich wirklich an meine Grenzen, das muss ich jetzt mal sagen. Okay. Weihnachtsfehler, ernsthaftes Thema. Noch vielleicht zum Abschluss. Was ist denn für euch in einem Satz, wenn ihr es sagen müsstet, der zentrale Satz, wo Weihnachten in einem Satz für euch als Botschaft zu sich kommt? Das ist jetzt echt eine schwierige Frage. Ich würde noch einmal sagen, uns ist ein Kindlein geboren. Das ist es. Und nicht mir oder dir ist ein Kindlein geboren, sondern uns, uns allen. Das ist, glaube ich, die Idee. Für mich ist es die Stille in Stille Nacht, in diesem schönen, schönen Lied, das man leider immer zu langsam singt und auch viel zu oft. Aber es ist eigentlich ein schöner Song. Aber die Stille. Auch für mich persönlich bedeutet diese Weihnachtszeit eine Zäsur, wo man zurückschaut, wo man nach vorne schaut, wo man Abstand nimmt, eine sehr philosophische Bewegung des Abstandnehmens. Und auch diese Nacht und diese Stille, diese Langsamkeit, diese Melancholie und diese Tiefe, um nochmal mit dem Pullover zuzusprechen. Aber das ist für mich so persönlich das, was Weihnachten mit mir macht. Ah, sehr interessant, diese Andacht, diese Einkehr, diese Ruhe, dieser Tiefpunkt. Für mich ist es, glaube ich, aus der Weihnachtsgeschichte der Satz, fürchtet euch nicht, den der Engel spricht, der Verkündigung. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz für unsere Existenz. Und es ist das Erste, was er sagt, als er die Hirten trifft. Und in dem Sinne würde ich sagen, Weihnachten ist auch immer das Fest, vielleicht heute gerade besonders wichtig, das zunächst und vor allem sagt, fürchtet euch nicht. Da gibt es etwas, was uns immer Hoffnung macht. Und meistens ist es ein kleines Kind. Jetzt gibt es gleich Bescherung. Und davor muss ich sagen, habe ich schon ein bisschen Angst. Ja, also bevor es zur Bescherung geht, sprechen wir noch über die Bescherung. Wie ist es denn bei euch? Seid ihr eher Fraktion schenken oder Fraktion wir schenken uns nichts? Yves? Also ich war mal Fraktion wir schenken uns nichts. Aber seit wir Kinder haben, geht das nicht mehr. Wir schenken uns wieder was. Auch der Frau? Aber es war was Kleines in der Regel. Eher symbolisch. Also ich habe nicht. Etwas Kleines, aber es kommt vorher. Ich bin ein sehr schlechter Schenker. Ich habe ganz wenig Talent dazu. Super Ausrede. Ja, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Und dann auch dieser Konsum, diese Überfülle und diese Verschwendungsgesellschaft. Also echt, also ich finde es eigentlich nicht gut, dass man sich was schenkt, obwohl wir es gleich machen werden. Aber und du? Also erstmal finde ich es interessant, das Erwartungsmanagement von Yves. Ich bin ein schlechter Schenker, wenn das Geschenk gleich kommt. Machst du gut. Was kann ja nur noch eine positive Überraschung geben. Respekt. Nee, also ganz klar, Team schenken. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir uns was schenken. Und ich muss sagen, diese moralisierte Askese von den Leuten, die sagen, oh, wir schenken uns nichts, wir spenden lieber was. Ich schenke uns ein Jahr. Das geht mir unheimlich auf den Geist. Und was noch schlimmer ist, die Leute sagen, ich habe doch schon alles. Also wer wirklich glaubt, er hat schon alles, der hat einfach keine Fantasie. Insofern muss ich sagen, schenken ganz wichtig. Und für mich ist es wichtig, ein funktional wertvolles Geschenk, sagen wir eine Hose, ein Schal, Socken, so was man halt brauchen kann. Und ein Geschenk würde ich sagen, ein Anstupsgeschenk, wo man jemanden gut kennt und sagt, ich schenke dir mal das, damit du vielleicht ein neues Interesse entwickelst. Könntest du noch ein bisschen Gedanken über dich hinauswachsen. Genau. Das sind die beiden Arten von Geschenken, die ich eigentlich am sinnvollsten finde. Was Anstupsgeschenke und? Und ein funktional solides Geschenk, also man kriegt von Wolfram immer zwei Geschenke. Socken und einen Gutschein. Sowas. So. Nur kein Gutschein. Genau, nur ich wollte gerade was sagen zu den Gutscheinen. Es gibt ja eine Theorie von Joel Waldvogel, ein US-amerikanischer Ökonom, der hat mal gesagt, Schenken, das ist wirklich des Teufels. Das ist eine Vernichtungsorgie von Geld, weil wenn du dir einen Pulli kaufst, dann triffst du deinen Geschmack sicher besser, als wenn dir deine Frau einen kauft. Das würde ich bezweifeln. Das ist ja total falsch. Das ist ja total falsch. Nein, aber die Theorie ist, wenn alle Leute sich selber die Geschenke kaufen, aus dem Geld, was sie investieren für die Geschenke, die sie anderen schenken, dann geht das effizienzmäßig sehr viel besser auf. Und deswegen nicht schenken. Und ich glaube, das ist völlig verkehrt, da bin ich deiner Meinung. Weil zum Beispiel Michael Sandel, der US-amerikanische Philosoph, der sagt in seinem Buch, was man für Geld nicht kaufen kann, das ist gerade nicht die Idee des Schenkens. Schenken hat nichts zu tun mit ökonomischer Effizienz, hat auch nichts zu tun mit Funktionalität, sondern Schenken hat damit zu tun, dass man sich riskiert. Das hat was zu tun mit der Beziehung, indem du dir zum Beispiel überlegst, was könnte der Person gefallen, wo könnte sie noch über sich hinauswachsen vielleicht auch. Und versuchst, ihr etwas zuliebe zu tun und auch zu signalisieren, ich bin dir nah, ich schenke dir etwas und zeige dir damit, du bedeutest mir etwas. Das finde ich wunderschön. Man kann auch grandios scheitern. Ja, weil man riskiert. Das ist das Risiko. Ich oft.
Aber deswegen mache ich das nicht mehr. Aber was Barbara sagt, dass das Schenken was Dialogisches hat und damit auch immer was Öffnendes in der Beziehung, ist ja total wichtig. Weil was der Herr Waldvogel sagt, das ist ja etwa wie zu sagen, wäre besser, wenn jeder nur mit sich selbst redet, dann gäbe es keinen Streit. Ist doch eine vollkommen idiotische Idee davon, was es heißt, ein Mensch zu sein. Man ist doch immer mit anderen und das Geschenk ist eine Zuwendungshandlung zum anderen. So sieht man den anderen und das zeigt man mit dem Geschenk. Kann ich sagen, das Geschenk ist noch in anderer Weise ein Affront gegen die kapitalistische Tauschlogik, die so effizient funktioniert, indem es eine Gabe ist. Und damit mit Jacques Derrida und so weiter sagen, dass es genau dieses Geben ist, ohne dass ein Tausch entstehen muss. Die Haltung muss dahinter sein, ich gebe die einfach so. Genau, ist auch gegen die Logik der Effizienz gedacht. Und was mich aber auch wirklich zunehmend irritiert, Stichwort Gutschein, dass ja immer mehr Geschenke gemacht werden, die einfach nur in Geld bestehen. Damit nicht die blanke Note da irgendwie eingepackt werden muss, hat man dann einen Gutschein von irgendwie so einem Online-Waren-Shop oder so. Was ich wirklich beelendend finde, weil ich denke, ja, dann kann man es doch gleich sein lassen, weil da steckt eben kein Risiko drin, weil die Idee natürlich dahinter ist, dann kann sich der andere was aussuchen, was ihm besonders gut gefällt. Ja. Was anderes finde ich ist bei Kindern. Also gerade wenn die Kinder größer werden, dann haben die ja oft sehr große Ideen, was sie sich wünschen. Eine neue Gitarre, ein paar Ski, das kann man nicht eben mal so kurz unter den Weihnachtsbaum legen, sondern da braucht es dann vielleicht tatsächlich eine Banknote, eine Geldnote, um das zu unterstützen. Wie steht ihr zum Thema, das, was wir an Summe mehr oder weniger schenken, das spenden wir auch? Du meinst du aufs beides Ganze machen. Gesehen? Aha, beides machen. Ja, man sagt, okay, das, was wir insgesamt als Familie verschenken werden, die Summe, sagen wir mal 500 Euro, was immer auch diese Summe sein mag, das wird auch gespendet, weil das würde ja den Druck, besonders hoch zu gehen, interessanterweise regulieren. Man würde sich überlegen, wie viel wollen wir eigentlich spenden und dann hätte man für beides vielleicht ein gutes Mittel. Ich würde sagen, man sollte mehr spenden, als man verschenkt. Weil die Geschenke sollten eigentlich neben diesem riskierenden Moment einen symbolischen Charakter haben. Die sollen ein Wink sein, ein Anstoß sein, wie du gesagt hast, auch eine Geste des Humors vielleicht, eine Erinnerung, etwas, das die Person mit sich tragen kann, um dann die Verbindung zu spüren. Aber das braucht nicht viel Geld. Also die Idee ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber es kann auch mal viel Geld sein. Also stell dir doch jetzt mal vor, deine Frau findet irgendwie den optimalen Sessel für dich, wo sie sich vorstellt, wie du da drin flätst. Nee, ein Sessel, um zu lesen, für Yves. Und sie kauft dir den. Ist doch wunderschön, weil da das Risiko drin ist, dass du vielleicht denkst, ich brauche gar keinen neuen Sessel. Aber sie imaginiert sich dich in diesem Sessel und findet das eine schöne Vorstellung. Ist doch schön. Ich finde, es muss nicht zwingend wenig sein. Ich finde die Idee interessant, ich habe die noch nie gehört, dass man sich das überlegt. Ich meine, das andere ist ja, dass man auch, wenn einem jetzt wirklich partout nichts einfällt, dass man tatsächlich mal jemandem ein Geschenk machen kann in Form einer Spende. Du hast gesagt, du findest das moralisierend. Es kommt vielleicht drauf an. Ich habe das auch schon bekommen und fand das in dem Moment dann auch sehr schön, gerade wenn irgendwie die Flüchtlingskatastrophe gerade besonders brisant war, man den Eindruck hatte, es ist echt auch ein schönes Zeichen. Wie nachhaltig müssen Geschenke sein? Also wie nachhaltig muss die Freude sein, die ausgelöst wird? Es gibt ja Geschenke, da hat man kurz eine ganz große Freude und andere, die dauern sehr lange. Habt ihr da eine Theorie dazu? Also ich finde, da kann man keine Theorie dazu entwickeln, aber es gibt ja das Geschenk, das einem 3 Sekunden lang Freude bereitet. Zum Beispiel, ich habe letztes Jahr einen Weihnachtsbaumschmuck als Dackel bekommen. Hat mir für 3 Sekunden Riesenfreude bereitet, wird mir dieses Jahr beim Aufhängen Riesenfreude behalten, hat aber jetzt keinen sehr nachhaltigen Effekt. Also es gibt auch diese Pop-up-Geschenke, wo sie sagen, okay, schöne Idee, kleine Sache, habe ich wieder vergessen. Und dann gibt es die Geschenke, bei denen man sehr lange, sehr tiefen Spaß hat, wie zum Beispiel sowas wie ein Sessel. Und man sagt, an dem Weihnachten habe ich das bekommen. Also weiß ich nicht, was mich interessieren würde, wurdet ihr schon mal in einer Weise beschenkt, die eine Freundschaft beendet hat? Nein. Nee, ich habe mal gehört, dass jemand seiner Frau einen Beziehungsratgeber geschenkt hat. Das war heikel. Und es gibt, glaube ich, bei allen Paaren den Klassiker der Alessi-Saftpresse, die man zur Hochzeit bekommen hat. Irgendwie so ein Ding, was man nicht braucht. Ja. Ehrlich gesagt, wir haben zur Hochzeit ein Ding bekommen, wovon wir dachten, das sei vielleicht ein Boomerang. Es war aber ein Topfuntersetzer. Und wir haben es lange nicht rausgefunden. Aber jetzt... Also ihr habt einen Topfuntersetzer durch die Gegend geworfen, oder was heißt das? So ungefähr. Ja. Jetzt kommen wir tatsächlich zur Bescherung. Spannung. Ja, Spannung. Spannung. Jetzt sind wir natürlich gespannt, ob du 2 Sekunden Freude hast und nie wieder oder was passiert. Wir haben ja Lose gezogen. Jeder kriegt ein Geschenk. Ich habe dich gezogen, Wolfram. Du darfst anfangen. Ich habe dir etwas mitgebracht. Schön verpackt. Ich bin jetzt schon erstmal vielen Dank.
Ja, das gehört dazu, dass man sich auch noch schön bedankt. Ich muss mich jetzt als jemand bekennen, und das tut mir in der Öffentlichkeit extrem weh, ich packe eigentlich nicht aus, ich zerreiße, weil ich oft zu doof dafür bin, das zu öffnen. Ich versuche es jetzt, aber es kann sein, dass ich zerreiße. Das ist aber gut gemacht, Barbara. Jetzt wird schon wieder ein bisschen Gewalt angewendet. Trommelwirbel, Spannung. Das ist genau. Ein schöner Moment. Also. Ich muss natürlich erklären nachher. Oh, das ist Money Matter. Johannes Zündhölzel, Zünd. Ich nehme mal an, das ist, um meine Swissness zu stärken erstmal. Du musst das andere dazu, und jetzt muss ich dazu sagen, kannst kurz in die Kamera halten, das ist natürlich kein Pass, aber es ist ein Passepartout, um uns besser zu verstehen und zum Beispiel zu wissen, was wir meinen, wenn wir sagen, dein Joker ist dir zu groß. Oder auch zu wissen, was eigentlich los ist, wenn wir über den Ranzen sprechen. Weil das ist kein Schulranzen bei uns. Das ist der Bauch. Das ist nicht deiner. Aber genau, da hast du schon viel gelernt. Kann ich jetzt sagen, Barbara, tipptopp, Schuhe geil. Und damit kannst du denn das hier verstehen. Und ich glaube, das ist der größte philosophische Singer-Songwriter, den die Schweiz je gesehen hat, finde ich wirklich. Da gibt es zum Beispiel das Lied «Kur am Waldrand». Mhm. Da geht es um einen Maler, der fährt aufs Land und will eine Kuh malen. Und während des Malens geht die Kuh aus dem Bild. Und er sitzt da und wartet auf die Kuh und es bleibt immer der weiße Fleck. Und dann kommt dieser schöne Satz, dass die Welt manchmal so perfid sei, dass sie sich nicht nach den Ideen, die wir uns von ihr machen, richtet. Mensch. Da dachte ich, du brauchst ein bisschen Philosophie auf Schweizerdeutsch. Also der philosophischste Liedermacher eurer Nation, Money Matter, nachdem dann auch das Matterhorn benannt wurde, ja, weil er so bekannt war. Vielen, vielen Dank. Das ist jetzt ein bisschen Geschichtsklittering. Okay. Also, vielen Dank. Das wird mir einen großen Dienst für die Zukunft erweisen. Jetzt, Yves. Jetzt ist Yves dran. Habe ich dir auch was geschenkt? Das ist das kleine Rote. Ja. Motiv Rentier. Stimmt, guck mal. Es fehlt die Sonnenbrille auf dem Rentier. Das ist ein Doppelgeschenk. Hast du es selbst verpackt? Wo? Nein, habe ich verpacken lassen. Ich kriege sowas schlecht hin. Aber ich lasse mir auch helfen und das ist auch wichtig als Mensch. Ich offenbare euch jetzt meinen Tick. Ich muss immer an Weihnachten alle Bänder auffädeln und die wiederverwenden. Hast du das schon vor den Kindern gemacht oder erst seit? Immer schon. Ich liebe Bänder. Ja, Tischtennisschläger. Sehr gut. Die Marke blenden wir aus. Und das gehört noch dazu? Das gehört absolut dazu. Ist ein Doppelgeschenk. Ah, jetzt wollen wir wissen, ist das jetzt funktional oder ist das über sich hinauswachsen? Impulsgeschenk. Ich sag gleich was dazu. Ich bin ja leidenschaftlicher Tennisspieler und Wolfram und ich wollten schon länger mal miteinander spielen. Aber er hat sich bisher nicht getraut. So. Andreas Merkel, mein Leben als Tennisroman. Da musst du was dazu sagen. Das ist ein sehr guter Freund von mir. Ein Tennisspieler, in der Jugend auch ein sehr guter, genau wie du. Und der hat Abschied vom Tennis genommen, indem er diesen Roman geschrieben hat und seine Biografie als Tennisbiografie geschrieben hat, mein Leben als Tennisroman. Und wir spielen jetzt zusammen, dieser Freund immer, er und ich, Tischtennis. Und ich finde eigentlich, in einer gewissen Lebensphase, wenn man vom Tennis kommt, muss man downsizen, muss man was Neues finden. Und das ist, glaube ich, Tischtennis. Und das ist mein Impuls an dich. Wir sollten... Ich bin noch nicht mal 40, Wolfram. ...in dieser Lebensphase vom Tennis ins Tischtennis gehen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ein Weg, den die Schweiz als große Tennisnation die nächsten Jahre auch vor sich hat. Die großen Tenniszeiten sind vorbei. Jetzt kommt der Augur. Tischtennis kommt. Steile These. Hey, vielen Dank, Wolfram. Toll, ich bin leidenschaftlicher Tischtennisspieler. Außerdem rechne ich mir da auch eher eine Chance aus gegen dich in Tischtennis. Können wir gerne versuchen. Werden wir auch posten. Hey, danke. Cooles Geschenk. Ich habe für Barbara was geschenkt. Aber ich habe es selbst eingepackt und man sieht es auch. Darf ich mir das nehmen? Steht dein Name drauf, ja. Danke sehr. Jetzt bin ich ja auch gespannt. Ach, es ist ja immer die Frage, mag man eigentlich lieber Geschenke bekommen oder Geschenke machen? Das ist ja auch so eine Frage. Barbara, jetzt habe ich mal eine Frage. Diese Formulierung knisternde Spannung, kommt die vom Geschenkpapier? Knisternde Spannung? Kennt ihr das nicht? Knisternde Spannung? Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt dafür kommt, dass das Vielleicht? Papier knistert. Vielleicht. Also das ist so richtig schön knisternd. Das ist ganz weich. Vielleicht ist ein Kuscheltier drin. Das ist ganz weich, ja. Und ich muss danach was dazu sagen. Ja, das muss man immer, oder? Das muss man immer. Man muss immer erklären. Ich habe kein Talent zum Schenken. Das ist wirklich... Oh, was kommt dabei raus? Jetzt bin ich auch extrem gespannt. Ein Pyjama oder so? Ja, es ist eigentlich... Ein T-Shirt. Ist ein T-Shirt. Oh, hier. Das darf ich dann anziehen bei Bleisch Bossart, um deutlich zu machen, wessen Zunft ich angehöre.
wessen zum Wer ist das, Gollum? Ist das hier? Sag mal, wer das ist, Barbara. Das ist der Emanuel. Das ist der Emanuel. Was steht hier drunter? Das kann ich fast nicht lesen. Es ist auf Englisch. Experience without theory is blind, but theory without experience. Schön, hä? Schöner Satz. Ja, aber das letzte Wort müssen wir länger durch. Wunderschön. Vielen Dank. Aber das möchte ich gerne mal in einer Sendung anziehen. Ich bin ein großer Fan von Kant. Darf ich das mal in einer Sendung anziehen? Oder? Ich finde, mit noch ein bisschen Lametta drauf, dann wäre es auch weihnachtstauglich. Ich muss es echt mal anprobieren, weil ich habe es mit einem legeren Ausschnitt bestellt und dachte, aber es ist unglaublich groß und es ist unglaublich breit. Und sonst kannst du es auch einfach zum Schlafen anziehen. Sonst mag ich es einmal heiß waschen. Dann, dann schrumpfen wir den Kant. Es ist wunderschön. Danke, Yves. Danke. Es ist total cool. Ihr Guten. Schöne Bescherung, wirklich wahr. Jetzt schön, ja, ich freue mich total. Beschenkt in reichster, dialogischster, öffnendster Weise. Das war unser Weihnachtsspecial. Man sagt ja weiße Weihnachten, aber hoffentlich waren es auch ein bisschen weise Weihnachten. Habe ich mir nicht vorher überlegt. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch ein wahnsinnig gedankenreiches, schönes neues Jahr. Ein ruhiges, gesundes Weihnachtsfest. Und Sie wissen ja, schenken Sie weiter, oder? Denken Sie weiter. Machen Sie es auf jeden Fall gut. Tschüss. Hey, schön. Schöne Weihnachten. Danke euch. Schöne Viele schöne Sendungen.